Moin, moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Jurassic World Evolution 2. Wir sind im 30-jährigen Jurassic Park Jubiläum unterwegs und wir müssen heute ein paar Gehege bauen. Denn es kommen zwei große neue Player bei uns in den Park hinein. Und zwar finde ich das Wasser hier eigentlich gerade ganz praktisch. T-Rex und Spinosaurus werden Einzug halten. Ja, wir brauchen hier ein bisschen mehr Wasser. T-Rex braucht Sand. Eigentlich ist das perfekt, wie das hier so liegt. Vielleicht sollten wir das hier am Wasser ein bisschen mehr ansiedeln, weil der hat Bock auf Sand, ist halt so. Wir können uns die Sache an sich eigentlich recht einfach machen, indem wir hier einfach... Ja, wie sieht nicht. Oder wollen wir die Hege für die Raptoren noch ein bisschen vergrößern und dann hier nur immer am T-Rex vorbeifahren, weil sonst ist das Potenzial doch sehr hoch, dass er uns hier alle Autos immer zerlegt. Da habe ich wenig Bock drauf. Da würde ich fast sagen, bauen wir den Zaun für die Raptoren noch mal ein bisschen um. Da neues lebensfähiges Genom Triceratops, das ist der Hammer. Da werden die bestimmt nicht böse sein. Was haben wir denn hier? Dun, 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 dun. Ist der elektrisch? Ne, der ist elektrisch. Oh, dann nehmen wir doch lieber den hier. Also ich würde das schon gerne ein bisschen erweitern hier. Na, einfach bis da. Wenn die das fertig haben, dann nehmen wir das hier einfach raus. Und dann müssen wir mal gucken. Ja, dann lass die lieber hier an der Raptor nochmal entlang fahren. Und dann kommen sie hier hinter in das Tyrannosaurus-Gehege. Da können wir aber nochmal einen Elektrozaun nehmen. Hier den, nee, den. Wollen wir den nehmen? Sag mal, ist das hier kein Elektro nicht? Nee, dann nehmen wir den. Nee, dann nehmen wir den nicht. Warte mal. Hä? Strom, ja, ja. Der? Nein. Der? Der? Der. Steht hier eigentlich irgendwas dazu, nö. Wir nehmen den. Die Ecke lassen wir frei. Genau, dann gehen wir hier einfach weiter. Nee, warte mal. Mach das weg. Wir bauen das hier richtig schön. So, und dann gehen wir hier die Strecke mit entlang. Dass die Autos hier schön am Zaun entlang fahren. Dann haben wir hier zwar keine Klippe, wie im Film. Aber dann fahren die hier schön außen am Zaun entlang. Bis wohin? Oh jo, das reicht ja schon. Da geht ein Tor. Aber nur, wenn ein Auto nicht im Weg ist. Ist ja jetzt ein bisschen doof. Hau mal ab da. Ne, komm, lass mal die Tour umbauen. Halt, stopp. Überarbeiten. Spinosaurus, weiß ich nicht. Wollen wir den da durchfahren lassen, den ganzen Autokorso? Nö, oder? Da können wir die Leute beobachten lassen. Das geht dann schon. Dann hauen wir hier mal die Strecke raus. Zack. Zack. Okay. Jetzt brauchen wir einen Zaun. Einen elektrischen. Ist hier irgendwie irgendwas gerade? Warte mal. Wir machen das. So, dann können wir hier nochmal ein Tor reinkonstruieren. Das ist mir, glaube ich, ganz recht. Und dann machen wir hier mal dicht, den Stall. Hau mal ab, da Auto. So, weg ist er. Okay. Entfernen. So, Tour. Nee, wir wollen die Tour immer noch planen. Komm mal her hier. Tour bearbeiten. Straße. Warte mal, das ist noch sehr rund hier. Kriegen wir das gerade? Nee. Dann hauen wir das Ende auch noch raus.
Und dann können wir hier vielleicht ja noch dichter am Zaun ran. Ja, da müssen wir das auch noch rauskappen hier. Und dann werden wir uns hier schön dran entlang hangeln, in der Hoffnung, dass sie hier nicht ständig irgendwelche Tore reinkleben will. Nein. So. Jawohl. Und dann daran. So haben wir das. Und Action. Siehste, alles läuft. Sag mal, fängt die Tour jetzt von vorne an? Sind alle Autos gelöscht? Ja. Naja, dann ist es so. Okay, T-Rex-Gehege wäre EVTL fertig. Wir könnten hier schon mal ein paar Tore rein donnern. Oder wäre hier ein Aussichtsturm ganz cool? Ne, wir machen mal so. Ist der andere Zaun fertig? Dann lass das mal entfernen. Dann müssen wir hier an die Tour noch mal kurz ran. Nein. Wo ist sie? Hallo? Teilnehmer? Da hinten. Tour bearbeiten. Wir nehmen hier das Tor raus. Und lassen das hier einfach so rumfahren. Und weiter. So, guck mal, als wäre nie was gewesen. Na? Dann können die durch das Raptoren-Gehege, die ein bisschen jetzt gewickt mehr als sie noch Platz haben. Oder ja, guck mal. Bereich mega. Das haben die noch ja nicht als Territorium wahrgenommen. So weit waren die noch gar nicht. Jetzt wäre ich fast bereit, hier nochmal abzukappen. Aber weißt du, ach Quatsch, wir lassen das so. Und dann bauen wir nochmal ein Tor, dass die mit dem Ranger-Auto hier auch von A nach links kommen. So. Genau. So, hier können wir schon mal ein Schild hinbauen, oder? Dekoration, ein Schild, bitte. Warte mal, wo waren das? Ne, war doch hier. Wo sind hier T-Rexe? Da? Ist der T-Rex? Kann ich gar nicht lesen. Das ist Tyrannosaurus Rexe, oder? Ja, glaub ja. Zeig mal. Wieso kommen wir hier nicht dichter ran? Tyrannosaurus. Ja, glaub ja. Gut. So, das würde ich vielleicht noch ein bisschen anpassen hier. Da. Wo waren das hier? Glätten. Genau, dass wir die Kante vom Amphitheater wieder ein bisschen rauskriegen. Dann sieht das alles, glaube ich, ein bisschen harmonischer aus. Wir haben hier Wald. Wir könnten hier eine Beobachtungsgalerie reinbauen. Alles für die Fans und noch einen Beobachtungsturm obendrauf. Seilbahn, verschiedene. Nein! Den da. Aber Andreas rum bitte mit dem Weg nach außen. Ja, genau so. Das wird doch was, oder? Den Weg müssen wir sowieso nochmal umbauen, wegen Spinosaurus-Gehege. Das können wir gleich mal machen, wenn wir schon mal dabei sind. Toilette weg, Weg weg, Weg weg, Weg weg, Weg weg, Weg weg, Weg weg, Weg. Schutzraum weg. So. Okay, dann müssen wir das hier anpassen und hier, da haben wir Einrichtung. Okay, hier hinten fehlt halt noch mal ein bisschen was. Na, mal gucken. Oh, welchen hatten wir denn? War das der hier? War das der Dicke? Ja, guck mal, so ist doch viel besser. Jetzt haben wir hier ah, warte mal, die Rundung ist so doll. Machen wir ein bisschen weniger. Und dafür jetzt gerade. Ja. So, dass wir hier vernünftig vorbeikommen. Okay, dann binden wir das mal an hier. Sehr schön. Und gehen darauf. Übereck. Das bügeln wir nochmal ein bisschen aus hier. Habe ich mega Gefallen dran gefunden, dass es so gut geht. Guck mal, und schon kriegen sie alle nichts mit der Fußgelenke, wenn sie hier einfach nur langlaufen. Okay, also wir haben Torzugang für Park Ranger. Dann würde ich aber lieber sagen, wir machen ein bisschen Wald nach hier vorne und nehmen den hier hinten raus. Hier. Na? So. Und dann machen wir hier am Wasser noch so ein bisschen. Und von mir aus kann hier vorne auch bleiben. Ne? Dann haben sie so einen schönen Blick vielleicht auf den T-Rex. Mal gucken. Was will denn der naschen? Naschi, naschi. Der kriegt Betet. Der kriegt hier immer Kotelett und der kriegt.
Eine Ziege. So, dann brauchen wir hier noch ein Toilettenhäuschen. Für The Lone Ranger. So, dann müssen wir noch ihn zuweisen. Der da. Der darf mit seiner Aufgabe nach da. Okay. Dann hätten wir das eigentlich. Warte mal, hier ist noch ein fetter Berg. Der ist nicht schön. Zack, zack. So, ein bisschen Bügeleisen schwingen. Fertig. Saurierbedrohung. Ach, er ist wieder wach. Hallo. Wir hatten ja lange genug Ruhe, ist ja klar. So, komm, wir starten. Aber die T-Rex müssten beide fertig sein. Das wird geil. Wo ist er denn? Da hinten. Aber wenn wir den dahin schmeißen könnten... Ach, was macht er denn da? Er macht ja alles kaputt. Ey, wenn der in so ein Fleischfresserjägerin fallen würde, das wäre voll geil. Dann könnten die den nämlich wegnaschen in der Zeit, wo der da liegt. Das wäre cool. Aber das wird leider nicht passieren, oder? So, Leute, T-Rex-Time. Oder wollen wir erstmal ein paar Eier zusammenbauen hier? Wir haben... Stygimoloch, Triceratops. Stygimoloch, Stygimoloch, Triceratops. Und los. Drei. Na komm, mach mal du. Wir sollten neue Dinos holen, nicht wahr? Torosaurus, das war mit drei Hörnern, mit ein bisschen Bums. Ich hätte ja Bock auf Mosasaurus. Wo war denn der eigentlich? Acrocanthosaurus. Das war hier, ne? Warte mal, da müssen wir erst mal erforschen. Aber ihr habt sowas hier nicht auch? Iguanodon? Mitrika. Kann ich keine auszusprechen. Proceratosaurus? Megalosaurus? Dimorphodon? Ichthyosaurus? Das war mit Wasser. Okay. Baryonyx? Plesiosaurus, ja, ist doch voll geil. Dann nehmen wir das mal. Vielleicht haben wir Glück. Wir probieren einfach mal. So, dann mach mal, hol mal. Okay, wie sieht es hier aus? Die T-Rexen können wir per Erle freilassen. Wollen wir die hier freilassen? Ja. Sieht viel geiler aus so. Aufpasse. Lecker Käsefüße. Hallo. Ja, Mann. Ja. Endlich. Es gibt keinen berühmteren Saurier als den T-Rex. Doch. Sogar Menschen, die den Unterschied zwischen einem Pflanzen- und einem Fleischfresser nicht kennen, erkennen den Tyrannosaurus Rex. Und wenn man ihm direkt aus der Nähe in die Augen sieht, versteht man auch, warum er die Kreidezeit dominiert hat. Weil er so niedlich ist. So. Und dann wollen wir die mal betäuben und rüberfliegen, oder? Ich fand es halt gerade einfach mega cool, dass wir die so, bleib hier! Nein! Ja, ich habe wohl mitgekriegt. Na! Das macht er ja an sich schick, der kleine Sack. Das gibt's ja wohl ja nicht. Halt an! Ey! Ich komme auch tiefer für euch, so ist nicht. Hallo? Halt still! Na, sag mal! Dann halt erst den anderen. So, wie viel braucht der? Der braucht drei, ne? Boah. Haha, ich hab dich. Ich hab dich. So, jetzt pennen aber bitte, oder? Ja, umgefallen. Sehr schön. Dann ab in euer neues Zuhause, Freunde. Zack. Hallo? Zur Abholung des Produkts unterwegs. Und den auch noch. Jetzt müssten aber die Besucherzahlen hochgehen und hoffentlich auch die Einnahmen. So, wir müssten einen Spino zusammenbauen. Hier unten ist er neu an. Ach du Schande. Okay. Das Ding ist, machen wir eine Einschienenbahn. Laufen die alle hier runter, erwartungsvoll. Und dann kommen sie hier hin und dann ist hier nichts. Stygimoloch, ja, brauchen wir den? Keine Ahnung. Kein Weg, ja.
Weiß nicht, wollen wir eine Einschienenbahn trotzdem bauen? Ich meine, die Leute sind denn da unten und können nichts machen. Wir haben den Schutzraum entfernt. Das ist nicht gut. Warte mal. La Bunker. La Bunker de la Schutzraum. Produkt unterwegs. So, nun ist wieder einer da. Alles für die Fans. Mega geil, Leute. Die Jeeps fahren hier am T-Rex-Gehege entlang. Also so halbwegs, ne? Ich hab jetzt so... Na, wobei, warte mal, wenn der den hier rüberwirft, ist zwar alles genau seitenverkehrt, aber hier ist Klippe. So, büp, wo sie runterfallen können. Aber okay. So. Ja. Sie kommen. Fliegend kommen sie in ihr Gehege. Geil, ich hab dafür Bock drauf. Sollten wir den Ranger hier vielleicht auch noch zuweisen, dass der die Futterstation hier mitmacht? Oder macht er das automatisch? Nahrung. Ah, warte mal. Klar, wir müssen Nahrung bei den Dingern auffüllen hier, ne? Okay, ist voll. Hier ist auch voll. Sind alle voll? Alle voll. Da ist er. Hallo! Hallo! Na? Na, fang mal gleich die Ziege, mein Kleiner. Wo willst denn du hin? Fehlender Wald. Na, ich fasse ja wohl. Geh mal gucken erstmal, ne? Bevor du rumschreist. Müsste nämlich eigentlich perfekt sein. Perfekt. 96. Okay, mal hat er sich erstmal hingelegt. Der Kleine ist ja anstrengend, ja? Och, arme T-Rexe-Echse. Da kommt der andere. Und die haben echt beide eine andere Farbe. Das ist schon echt cool. Der ist voll am Abschnarchen hier. Der ist, glaube ich, noch voll sediert von der Narkose. So, jetzt kommt dein Kumpel. Ich weiß ja nicht, ist hier Männchen, Weibchen? Müssten eigentlich alle Mädels sein, oder? Steht hier was? Dir fehlt Wald? Beweg deinen faulen Hintern und guck dich um, Junge. Hier ist genug Wald. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ich fass das ja nicht. So. Erwin wird abgeseilt. So, und da haut er gleich ab nach dem Wald. Kann er, ist ja klar. Oh, 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 oh. Macht ihr erstmal Sonne tanken oder was? Tabulator. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Wir haben 17 Millionen. Das ist nicht so pralle, ne? Metricanthrosaurus. Plesius geiler eigentlich. 46. Das reicht noch nicht. Immer noch ein Vierer. Müssen wir nochmal hin? Dann nochmal los. Warte mal, dann schicken wir die aber da direkt nochmal hin. Sofern wir denn dürfen. Ja. 7. Und nochmal du. Was ist denn hier mit der Forschung los? Wasserviehzeug. Wir müssen die alle erforschen, um an den Moser ranzukommen, ne? Erhöht die Gesamtpopulation aller Meerestiere auf 3. Das kriegen wir hin. Belohnung. Tylosaurus. Nee, warte mal, wo ist denn der Moser? Da. Erforderliche Forschungsknoten, Meeres 2a. Wenn wir 3 freilassen, kriegen wir die anderen. Ah, die sind halt schon geil. Irgendwie, der ist cool. Kronosaurus, den finde ich cool. 12. Na, Gott sei Dank haben wir so viel davon. Mach mal das. Und ihr forscht mal bitte das. Und ihr forscht mal bitte das. So, dann forschen wir die alle durch. Dann lassen wir 3 Plesios frei, wenn wir die dann irgendwann mal so weit haben. Und dann läuft die Sache. Wir haben gerade übelst Kohle rausgeballert. Ich glaube 1,5 Millionen nur für Forschung. Warte mal, Frage anders. Oh, ich wollte nämlich hier unten eigentlich das Ding zum Laufen kriegen. Verdammte Hacke. Komm, lass mal Einschienenbahn bauen. Hilft ja alles nicht. Gäste, da. Wollen wir Gyrosphäre ohne machen, dass sie hier den Berg runterdüsen können? Oder lieber nicht so? Ich meine, hier unten können wir auch noch Gehege bauen. Oder... Na,
weiß ich nicht, Gyrosphäre kannst du, glaube ich, mit der normalen Parktour nicht kreuzen, oder? Jetzt hätte ich gesagt, machen wir voll die krasse Action-Tour mit T-Rex und Raptoren und... schwierig, warte mal. So, was ist mit euch los hier? Was macht denn ihr hier? Macht mal irgendwie Sozialverhalten. Zeigt mal, legt mal was am Tag hier. Macht mal Action. Ihr könnt euch auch anschreien, das ist ja kein Problem, ne? Hauptsache, aber nicht kloppen. Ne? Na toll. Aus dem Schatten raus, ich sehe doch nichts. Wenn ihr euch richtig den Fetzen kriegt hier, seid ihr auch ganz cool. Okay, das war's schon. Wer weiß. Ist ja okay. So, jetzt holt sich jeder eine Ziege und dann ist okay. Warum habt ihr fehlenden Wald? Seid ihr doof? Warte mal. Ist jetzt besser? Die haben sich noch nicht mal die ganze Hege angeguckt, ne? Also ein bisschen bescheuert ist sind ja schon. Oh, warte mal. Wasserbeute, alles? Nee, da ist doch Wasser. Na? Ja, der ist halt, der hat echt eine geile Farbe. Der sieht aus wie aus dem ersten Jurassic Park Teil, oder? Der andere könnte von Jurassic Park 2 sein, mit dem kleinen Jungen, wo sie da diesen Trailer-LKW runterschmeißen. Haben wir wieder alles dabei. So, wie sieht's denn aus hier? Oh, Beute fehlt. Der Rest ist okay, oder? Euer Gehege ist zu klein. Hör auf zu spinnen. Hier hinten ist noch unerforschter Wald. Geht mal auf die Spur. Macht euch mal ein bisschen, ne? Nicht so faul sein immer. Warte mal, Gehege, Beute. Na, dann kriegt er halt noch eine Ziegerin. Mir sollte ja Latex sein. So, alles für die Fans. Jetzt aber okay, oder? Ja. Guck mal, komfortabel, perfekt. Bereich, wenn ihr euch hier... Hey, hör auf mit die Autos zu spielen. Die hören dir nicht. Hat er erstmal alles abgebaut hier. Geil. Kick mal, kick mal, kick mal, kick mal, kick mal. Der erstmal Auto jagen. Haha. Stehst du da? Zu langsam. Freundchen. Oh, wir müssen echt viel mehr Dinosaurier angucken, Leute. Weil die einfach voll geil aussehen. Einfach mit dem, was sie machen, sehen halt cool aus. So, was mit dir hier los? Bereich ist zu klein. Na, dann geh doch mal hier hinten gucken, Junge. Wald ist ausreichend. Die Hege ist groß genug. Bewegt euch mal. Seid nicht so faul. Ein größeres Gehege. Ach, guck mal. Siehste. Wollte ich doch sagen, die Hege ist doch für zwei von euch eigentlich perfekt. Oder guck mal, wenn der durch das Wasser streift, ist eigentlich voll geil. So, gut. Genug dazu. Komm, wir bauen das in eine Einschienenbahn. Und dass wir da unten ein Amphitheater mal in Jange kriegen. Gäste. Da. Wir brauchen diesen Bahnhof. Wir stellen den Bahnhof. Ja, am besten wäre hier oben, oder? Einfach mal da so. Ne, lass den mal bauen, dann legen wir hier den Weg an. Und dann gucken wir mal. Muss doch nicht so ein breiter Weg sein. Der kann von mir aus so leicht die Schwung sein, ne? Oh. Okay. Da fehlt natürlich Strom, ist ja klar. Warten denn, ne? War ja nicht anders zu erwarten. Pass auf, dann bauen wir hier einfach nochmal. Ne, warte mal, wir nehmen das große. Der geht nämlich mit dem Kabel bis da. Da können wir hier an Klo ranbauen. Ist, glaube ich, bald besser. Ein Genübertragung. Parkbewertung hat sich verbessert. Richtig Asche. Schön. Ich hätte aber gerne... Ach. Ah. Captain Ahab ist wieder frei. Ja, wissen die, wo man... Hier, guck, aber der kann hier schimmern.
Das wäre ein perfekter Herden. Triebhund, Koxian, ne? Die ganze Meute. Du! Warte! Ich will mit dir fliegen. Ah, der bringt neue Besucher. Okay, dann nehmen wir den anderen Heli. Aber ich will jetzt nicht laufen, dir den Dino irgendwie platt machen. Ich würde ihn noch einfach immer abknallen und dann ist Ruhe. Wäre eigentlich ganz geil. Voll an Kopf. Und wieder runtergefallen. Naja, so. Strecke unvollständig. Bitte was? Ja, ich weiß. Kein Problem, ich komme doch. Dann bauen wir jetzt hier die Strecke direkt am Park entlang an der Grenze. Keine Sorge, wird auch nicht umlaufend um den alten Park, sondern wir gehen einfach nur wirklich hier runter. Ich will nämlich relativ schnell viel Strecke hier machen. Und, ja, warte mal, der Bahnhof, der, kommt der hier rüber? Ich glaube, der kommt hier rüber. Hier steht der, glaube ich, sehr gut. So. Okay, jetzt brauchen wir nur noch Strom. Ja, Strom ist ein Problem, ne? Warte mal, haben wir noch ein Großet? Großet, Großet, Großet. Alternativ ein Großet? Nee. Da, na klar. Ah, die Stromkabel reichen mir nicht so weit. Ist echt, echt nicht cool. So, theoretisch, wenn wir hier Straße ranmachen, wollen wir hier wieder breiten Weg nehmen. Also, wir müssen hier erstmal bügeln, glaube ich. Ja, dass es hier ein bisschen hübscher wird. Warte mal, wir machen mal den Radius ein bisschen größer. Dass wir hier vernünftig agieren können. Dann müssen wir... Oder, warte mal, müssen wir... Hä, wieso haben wir Dreckwetter? Okay, die da hinten kloppen sich. Das ist mir aber gerade ein bisschen egal. Hier nehmen wir ganz normalen Mitarbeiterweg. Der muss jetzt nicht sonderlich schön sein. Und so platzsparend wie möglich eigentlich. Warte mal, das müssen wir nochmal neu machen. Nein. Das müssen wir nochmal neu machen. Ja. Und dann darum und darum und kommen wir da nicht vorbei. Dann machen wir das aber so. Genau, pass auf, dann nehmen wir hier den dicken Weg. Dann gehen wir hier raus. Oder nehmen wir den ganz dicken Weg. Wir nehmen den ganz dicken Weg. Nein, wir nehmen den Weg. Der ist nämlich genauso breit wie der Eingangsbereich. Gerade. Und um eine Kurve. So. Und... Hier um die wen immer außen rum, ne? Ist ja klar. Und hier immer rum. Hier am Stromkästchen vorbei, weil hier hinten ist nochmal ein Eingang. So. Und dann da raus. Hier raus. Und hier hinten binden wir jetzt diesen kleinen Mitarbeiterweg mit an. So, und dann kommt noch hier vom Bar. Ah Gott, ist ja doch so weit weg. Na egal. Vom Bahnhof aus müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen glätten, oder? Kriegen wir das hier glatt gebügelt? Ja klar. Guck mal. So, dann nehmen wir uns noch mal ein bisschen Straße. Jetzt können wir den dicken nehmen. Ja. Den binden wir einfach damit ran. So, dann müsste alles verbunden sein. Dreier haben keinen Strom. Ey, ist Strom alle? Jo. Wir laufen auf Maximum. Können wir hier noch was verbessern? Erhöhter Output. Hau rauf. Ist schon installiert. Echt? Die einmal? Freier Platz. Boah, geht nur einmal. Dann brauchen wir noch ein Kraftwerk. Dann nehmen wir aber ein großes, ne? Wollen wir das hier unten hinpflastern? Was ist denn, wenn wir das... Ey, warte mal, kriegen wir das hier hinten drin? Hier hinten wäre voll geil, aber das wird nicht passen, ne? Hier hinter, hier stört es mich gar nicht. Aber können wir wieder nicht bauen. Warum nicht? Hallo, Teilnehmer? Hilfe? Hallo? Mann, ey.
Wir haben keinen Strom, das ist ein Problem. Ein arges Problem. Arrr. So, pass auf, dann machen wir das nochmal. Sie haben es besser. Immer noch nicht. Was ist denn hier für eine Einschränkung? Was soll denn das? Ich will das hier unten aber haben. Ach, dann nehmen wir ein Kleenet. Komm. Das ist bestimmt ein bisschen pflegeleichter, oder? Das steht mir fast ein bisschen weit im Raum rein hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Umspannwerk. Können wir jetzt hier mit den Alternativen weiter irgendwie? Dass wir das hier miteinander verkabelt kriegen? Oder ist das hier angebunden jetzt schon? Ach, keine Ahnung. Das muss da noch ein Weg ran. Aber Mitarbeiterweg haben wir hier unten. Ist ja eigentlich perfekt. Steht da übelst auf dem Berg. Oh Gott. So. Ja, ist fast vertretbar. Das ist nicht miteinander verbunden, ne? Alter, ich werde hier weich. Strom. Strom. Das. Wenn du das hier nicht miteinander verbindest, hast du halt einfach verloren. Geht ja gar nicht. Oder ist das jetzt okay? Nee, warte mal, das ist noch nicht fertig. Mach hin! Wir essen zeitig. Können wir noch ein bisschen aussehen? Börtelt hier? Ja, nicht viel, aber ein bisschen. Okay, jetzt ist die Stromprobleme gelöst. Sehr schön. Erhöhter Output. Ah, hier nicht nochmal. Das ist ja totaler Käse. Okay, aber wir haben Strom, Leute. Ausreichend, erstmal. Nicht gerade 100 mehr, aber ausreichend. Wir können hier hingehen. Und ja, guck mal, jetzt haben wir nur die Dinos, die wir auch haben wollen. Spinosaurus. Eine Genommodifikation. Farbwahl zufällig. Ne, wir mischen alles. Wir machen den so. Und so. Wir machen mal von überall ein bisschen. Ne, hier können wir nichts. Dann machen wir da noch. Und dann machen wir da noch. Und da. So einen richtig aggressiven Weg. Geil. Guck mal hier. Und fit ist er auch, ne? Wie auf Steroide. Wir nehmen den. Und bauen wir mal so ein Ding zusammen. 20. Du. Du. Und du. Und los. Okay, warte mal. Wir haben. Erstmal was zum Verkaufen. Das ist sehr gut. Hier haben wir Plesiosaurus. Und Metricanthosaurus immer noch. Ich hätte aber gerne den. Und hier haben wir nochmal den. Wie weit sind wir mit dem hier? Das könnte was werden. Wissenschaftler zuweisen. 3. Und los. Okay. Dann könnte man den hier nämlich freilassen in das Amphitheater. Und hier unten fehlt alles. Ach, hier fehlt ja wirklich alles. Warte mal, ein Schutzraum. Ist der groß oder? Nee, der ist schön klein. Dann nehmen wir den da bitte. Der ist jetzt genau vor der Haustür. Ist nicht hübsch, oder? Ah, warte mal, können wir den noch irgendwie Gebäude bewegen, bitte. Ach, der ist hier hinten wunderschön. Da fällt er nicht auf, da steht er nicht im Weg, ne? Da ist die Optik nicht gestört. Sehr cool. Ein paar Pallen wären hier ganz cool. Ein bisschen schön bauen habe ich auch Bock drauf irgendwie. Guck mal. Oder? Damit wir den Flair von oben ein bisschen mitnehmen nach hier unten. So, die können hier komplett in der Botanik stehen, die Gebäude. Das hier hinten genauso. So. Ja, geil. Die T-Rexen sind am Rumschreien. Das gefällt mir. Eine Toilette brauchen wir hier unten noch. Wir nehmen die mit Strohrebdach. So. Jetzt können die mit der Eisenbahn hin und her fahren. Müssen wir das hier noch ankündigen oder machen die das alleine? Gebäude bewegen. Ansicht. Fahr los, Junge! Hat gerade keiner Bock zu fahren. Die stehen da unten rum und machen nichts. Okay. Warte mal. Triceratops kennen wir auch, ne? Da. Klar. Eine Genommodifikation. Wir machen bunt.
Und der ist so... sozial bescheiden und sozial noch mehr und tolerant und antiaggressiver hat er genommen. Okay. Nehmen wir. 11. Du und du. Cool. Na, wird doch was. Wie lange dauert das? Ewigkeiten. Eine Minute und fast 2 Minuten. Okay. Da fährt die Eisenbahn. Ja, Leute, jetzt ist die Frage. Da will gerade noch gar keiner runter. Richtig, richtig. Aber T-Rex müsste voll abgehen. Sichtbare Saurier 5? Wo kommen die anderen 3 her? Hä? Okay. Sichtbare Saurier 0? Echt nur in dem Bereich? Das ist nicht gut. Aber hier, warte mal, die Tour. Die Tour. Sichtbare Saurier 68. Lokaler Saurieranreiz 7152. Das ist doch mal was. Na? Siehste. Ich finde voll geil, dass die hier so Spuren im Schnee, hätte ich fast gesagt, hier im Sand drin drücken. Neues lebensfähiges Genom. Und wer macht hier was kaputt? Zeig mal hier, ne? Die ollen Dilophos, die haben echt. Die sind richtig auf Krawall aus. Guck mal hier. Was hat er denn? Gefährdung für ein Fahrzeug. Na, der macht doch nichts. Der liegt ja nur dumm rum. Aber der hat hier. Die haben Türfetisch. Guck dir das an. Da Bullenfänger abgebaut. Alles abgebaut. Richtige Cabrio-Party hier. Krass. Okay. So, meine Freunde. Was ist bei euch hier los eigentlich? Ja? Hallo. Oh, guck mal. Die Schmusenbeete. Er ist schon cool, oder? Seid mal ehrlich. Oh, der Rechte, der hat schon ganz oft ihn auf den Sack bekommen. Guck mal, der ist schon richtig lila. Grün und blau haben sie nicht geschlagen. Und der andere ist feuerrot. Sehr hitzig. Schön. Das gefällt mir. So, was ist denn hier wieder los? Mann, du fahr doch über die Ziege, na sag mal. Achso, der Raptor macht hier Sachen. Zeig mal her. Wie sieht der aus? Der sieht cool aus. Nimm deine Ziege von der Schiene. Das ist doch alles Taktik. So ist hier... Ach, Flatterowski ist wieder wach geworden. Wollen wir ihn einfangen? Müssen wir ja, oder? Ach, wenn wir nicht loswerden, dann muss er halt irgendwie weg. Ich glaube, das ist eigentlich nicht Plan vom Spiel, dass die Viecher hier frei rumfliegen. Siehst du, voll in Arsch. Und Körper auf dem Dach. So. Der liegt jetzt im Hotel rum. Können wir den nicht mal wegtransportieren hier irgendwie? Nein. Geht leider nicht. Schade. Sehr schade. Aber hier sind neue Fossilien. Haben sie das schon fertig? Ja. Wie weit kommen wir hier? Oh, sehr weit sogar. Okay, dann mach mal. 3. Wir müssten die losschicken, dass die was Neues holen, ne? Was wollen wir noch haben? Megalosaurus? Was gibt's denn hier in Asien? In Asien? Wer ist er denn? Der ist irgendwas zum Fliegen, okay. Das ist verdoppelt. Raptor, sind wir schon bei 95. Ich hätte gerne irgendwas Cooles noch. Gigantospinosaurus. Ne, Gigantspinosaurus. Ne, ist was pflanzenmäßig. Ja. Chronosaurus, das ist er doch. Minmi. Ja, dann nehmen wir den hier. Irgendwas wird Wasser. Unten ist Wasser. 4. 4 Logistik. Abflug. Hol mal da ein paar Knochen aus der Erde. Bring die doch mal her. Freunde, beim nächsten Mal werden wir vielleicht schon die nächsten Dinos brüten. Ich glaube, hier unten ist das ganz cool, oder? Sind hier schon überhaupt irgendwelche Besucher? Nee. Die kommen auch nur mit der Einschienenbahn hier runter.
Jetzt habe ich schon echt überlegt, ob wir hier eine Hege machen mit irgendeinem kleinen Viehzeug noch, wo sie mit Gyrosphären durchfahren können. Das wäre eigentlich ganz cool. Oder? Also wir könnten die auch mit der Seilbahn hier wieder runterschicken, aber das wird wohl mit dem Winkel ein bisschen schlecht. Wir können ja mal eine Probe machen. Seilbahn. So, hier ist Start. Und dann? Ah, hier geht das nicht. Bis da, dann ist Ente. Okay, da hat sich das schon erledigt. Mach das weg. Okay. War nur ein Versuch. Aber wir können hier freilassen. Nicht, wir müssen Eier auswählen. Eier auswählen, ein Spino-Ei. Wir nehmen das. 2 Millionen. Ach du Schande. Du und du. Triceratopse, 2 Eier. 6 Wohlbefinden. Warte mal. Oh, wir müssen hier upgraden. Zusätzliche Brutkästen und garantiert ein Erfolg bei der Eiersynthese. Beschleunigt die Synthese und den Brutvorgang. Ja. Okay, warte mal, jetzt haben wir hier wieder was frei, oder? Ja. So, und ich finde schon wieder kein Ende, Leute. Nee, wir müssen Schluss machen. Hilft ja alles nichts. Dann gucken wir beim nächsten Mal, was die Triceratops denn alle so haben wollen. Ach du Schande, wir müssen ja noch so ein Spinosaurus hier bauen. Das wird spannend. Kriegen wir hin. Ich hab Bock. Wir sind schon jetzt ordentlich vorangeschritten hier im Park. Ne, wenn wir mal gucken, wir haben den Weg nach hier unten gefunden und dann ist die Karte bald voll. Hier gibt es dann noch, wie gesagt, ein Spinosaurus-Gehege. Der hat nämlich voll Bock auf Wasser, ne, mit schönem Panoramablick auf Besucher-Gelände. Besuchergebäude. Ja, ist voll geil, ne? T-Rex ist am Start, freut sich, dass er T-Rex heißt und das ist cool. Schön. Siehst du, so nach und nach kriegen wir das doch alles hin. Die Kohle geht halt übelst flöten, aber, na, weiß ich nicht, machen wir Betriebskosten pro Minute. Na, machen wir denn die Winnen oder nicht? Gesamtbelohnung, die Rückerstattung. Aha. 935 unverkaufte Tickets. 3 kleinere Probleme mit Gästen. Der potenziellen Gäste verpasst. Warum? Da müssen wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal reinschauen. Das ist ein bisschen wenig, ne? Das müssen wir deutlich nach oben schieben. Vielleicht brauchen wir nochmal ein paar Einrichtungen oder so. Wir gucken mal. Gyrosphären wären geil. Aber ja, alles zu seiner Zeit. Für heute ist rum. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach keinen Quatsch und Rinnihauen.